Heute möchte ich euch ein Erlebnis erzählen. Nämlich bin ich da am Morgen aufgestanden und Alter, ich habe übel gut geschlafen. Servus. Wer sind Sie denn? Weißt du das nicht? Ich bin du. Aus der Zukunft. Hilfe! Hilfe! Ich werde von einem Verrückten bedroht! Und er behauptet nicht mehr! Spinnst du? Wenn dich jemand hört, dann wird er dich für verrückt halten. Mich kann nämlich keiner sehen außer dir selbst. Und ich kann dir beweisen, dass alles stimmt, was ich dir sage. Dass ich nicht verrückt bin. Und wie bitte? Wir gehen einfach zusammen in deine Zukunft. Oder meine Gegenwart. Magst du mitkommen? Kann ich das denn? In deine Welt schlüpfen? Das geht? Klar. Du willst also mit? Na dann. Und wisst ihr was? Der einzige Grund dafür, dass ich eigentlich euch das Ganze noch erzählen konnte, war, dass das Ganze einfach nur ein Traum war. Ein fürchterlicher Traum. Also nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Wusch, yo, das war's von dem Video. Mich würde jetzt mal interessieren, ist euch überhaupt klar, dass das beides ich war? Weil ich weiß nicht, ob das überhaupt nach außen so auffällt. Leute, die mich damals nicht kannten, fällt denen überhaupt auf, dass das mein 13-jähriges Ich war und mein 18-jähriges Ich, also jetzt. Die Videoschnipsel kamen nämlich aus einem alten Video, was eigentlich eine ganz andere Handlung hatte. Und das habe ich ein bisschen auseinandergeschnitten dann und die neuen Szenen dazugedreht sozusagen. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie es rüberkam. Ich fand es ganz witzig, weil ich natürlich beide Versionen von mir kenne. Mich würde mal interessieren, wie es auf andere wirkt, auf fremde Leute. Genau, deswegen schreibt es mal in die Kommentare. Würde ich sagen, war es das von mir. Man sieht sich. Ciao.